Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Ihr seid auf meinem Kanal Affenkönig, dämlich Let's Plays. Und wir sind hier im Part 8. Und ich habe mir jetzt auf der Karte mal die Stelle markiert, wo wir das ganze coole Loot reingetan haben. Ich stehe direkt davor, ihr seht es hier. Und jetzt wollen wir doch mal weitergehen. Wir sind im Außenbezirk von Scarlets. Und hier irgendwo müssten unsere Eltern wahrscheinlich liegen. Zumindest hoffen wir, dass sie da noch liegen. Ich wollte auch mal gucken, welche Uhrzeit wir haben, aber ich kann nicht vorspulen. Ich weiß nicht, steht das auch im Inventar, welche Uhrzeit wir haben? Ah, es ist mittags. Okay, dann ist alles gut, dann wird es jetzt doch nicht dunkel. Na gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder schneller, aber wir haben dafür auch kein Schild mehr. Also wenn jetzt so Banditen kommen, wird das auf jeden Fall schwerer für uns. Uns hat ja am letzten Part ein Bandit überfallen, was ziemlich krass war. Ah, Hauptweg kommen wir gar nicht rein. Müsste ich jetzt mal auf der Karte gucken, wie man denn am besten dann hier hinten lang. Das war dieser Weg, wo wir auch geflüchtet sind. Ja. Dann gehen wir auf jeden Fall da lang. Aber wie geil das ist, oder? Es sieht aus wie in echt, so leicht neblig behangen. Natürlich durch die Regenschauer, die Wolken und... Ha, einfach... vorzüglichst. Und hopp. Ja, im letzten Part haben wir dann auch von dem Bandit richtig coolen Loot bekommen. Also er hat uns einen neuen gesteppten Wams haben wir gekriegt. Das ist ein Brennnessel. Ah, jetzt würde ich dann doch gerne hier runter gehen. Und auf dem Weg. Ist eh noch ein kleines Stückchen, was wir laufen müssen. Wir müssen praktisch das Pferd von hinten aufzäumen und müssen genau und müssen hier lang und von hinten rein. Ich wollte mal gucken. Hier unten waren ja auch Pferde, aber natürlich haben sie die wahrscheinlich alle abgeschlachtet. Der Siegesmund mit seinen Truppen und der Markwart von Aulitz. Oh, der Typ, den. Der unseren Vater getötet hat vor unseren Augen. Und dann noch seine Kumanschergen. Die alle anderen. Die meine Mutter dann noch mit 5, 6 Hieben und Stichen getötet haben. Wie unfair das eigentlich war. Ja, hier es gibt sicherlich überall noch ein bisschen geilen Loot, aber. Kompost kaufen. Ach Mensch. Ich höre hier einen Hund. Habt ihr es auch gehört? Eindeutig ein Hund. Aber es ist wirklich blöd, dass wir das. Aber es ist krass, gell? Das Spiel sagt doch nicht, nee, geh zurück und hol dir ein Pferd, weil wir ja kein Pferd gefunden haben im letzten Part. Oder uns keins mitgenommen haben. Ich wollte aber auch nicht unbedingt eins stehlen. So, wo ist denn die gute Bianca? Theresa, die haben wir doch gerettet hier, die Theresa. Oh, Schloss knacken, sehr schwer. Ja, wir wollten ein Schloss knacken und das war sehr leicht und wir haben es nicht geschafft. Also es ist wirklich nicht easy, das Schlösser knacken. Es ist schon ganz schön schwer. Selbst auf der leichten Stufe, vielleicht vereinfachen sie das nochmal mit einem Patch. So, ist aber kein Pferd. Nee. Kein Pferd in der Nähe. Und Theresa ist auch nirgendwo. Hoffentlich lebt sie noch.
Also ich denke mal, Heinrich hätte schon was gesagt, wenn er sie erkannt hätte, wenn die irgendwo dort gelegen hätte. Auch unsere Freundin Bianca, unser Freund Fritz, Matthäus. Hm, haben sie eine schöne Linde angefackelt. Oh Mann, Mann, Mann. So, wo sind wir denn hier hinten? Das ist auch noch ein Außenbezirk, da waren wir noch gar nicht. Aber wir wollen natürlich erstmal ins Dorf gehen jetzt. Schade, gell? Das, ich glaube, wenn wir uns am Anfang für Gesundheit entschieden hätten, wäre unser Balken ganz voll gewesen. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Ich glaube, bestimmt ein paar Banditen unterwegs. Ich hoffe, es war keine blöde Entscheidung, mein Schild hier liegen zu lassen, weil wenn die uns zu zweit erwischen, dann wird es schwierig. Dann können wir nur wegrennen und versuchen, die irgendwie einzeln zu erwischen. Natürlich, vielleicht beeindrucke ich sie auch mit meiner Wachrüstung von Tallenberg. Ah, der andere Bandit, der hat mich ja einfach angegriffen, gell? Also der hat ja nicht mal überlegt. Boah, guckt euch an die Pfützen, die sich hier bilden und wie es hier rund... Nein! Hier ist auch zu. Na, wie komme ich denn da rein? Oh, die haben alles in Erdboden gleich gemacht hier. Ja, wenn wir jetzt aber da nicht reinkommen. Hier ist das andere Tor. Gibt es noch die Möglichkeit? Also eins, zwei. Oh, hier werden auch die Felder bestellt und Ackerbau betrieben, ist ja klar. Oh, hier oben ist auch ein großer See. Hm. Wie kommen wir denn da rein jetzt? Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, da kommen wir auf jeden Fall rein. Das ist richtig ärgerlich. Hier vorne warmer, da sind wir ja nicht reingekommen, das war ja zu. Hm. Doch außen rumlaufen. Ich meine, wir können es probieren. Oh, Kamille. Kamille sollten wir mitnehmen. Das ist bestimmt auch gut für etliche Heilungsrezepte. So, wir versuchen mal. Weiß auch nicht, ob das funktioniert, dass wir komplett außen rum stecken, unser Schwert war weg. Ach, wir gehen unten rum, wir sind mal einfach schneller vom Rennen her. Aber die Rüstung auch klingt, oder? Die Platten. So, warum brennt das noch? Entweder die haben die überfallen, wo das alles noch gebrannt hat, oder... Hast du was gegessen? Oh nein, ich bin schon wieder bei der Völlerei. Verdammt. Ich wollte eigentlich was kochen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwo ein Pferd oder irgendjemand, der mich hört. Pfeifen ist vielleicht keine gute Idee, dann wissen die Banditen gleich, dass jemand unterwegs ist. Ah, hier kommen wir auch nicht rein. Wir kommen echt nirgends rein. Ich kann ja auch nicht irgendwie versuchen, mich drüber zu glitschen. Oh. Ha! Nee, das wird nicht. Aber hätte ja sein können. Okay, dann müssen wir jetzt noch ein Stückchen weitergehen. Bis zum nächsten Tor. Aber das Spiel ist auch ganz schön groß, oder? Wir sind jetzt hier in der einen Ecke. Also, alle Achtung. Klein ist es auf jeden Fall nicht. Und hier blüht ganz viel Kamille.
Die Musik ist auch noch leicht bedrohlich. Ja, natürlich gibt es so Raubritter und sowas. Also auch so ein Raubritter. Ist da jemand? Oh ja, da bewegt sich doch jemand, oder? Da kniet doch jemand, oder? Ja. Vorerst soll ich den gleich versuchen zu töten. Ah, hier kommen wir auf jeden Fall rein. Versuche mich mal anzuschleichen. Oder ist es jemand, der nur einen Toten betraut und einfach überlebt hat? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemanden opfern. Soll das etwa alles sein? Du Sack, du Elender. Oh, jetzt hat er mich aber pariert. Komm her. Er ergibt sich. Feinde greifen es ohne Grund an. Das ist für mich. Der wird sterben. Hol dich die Pest. Ist mir egal, ob mich die Pest holen soll. So, jetzt kriegst du einen Gnadenstoß von mir. Aber das ist geil, wir können die wirklich aufheben. Das finde ich furchtbar gut. Mit dem Gnadenstoß hat jetzt leider nicht geklappt. So, was hast du denn? Vielleicht noch mal bessere Klamotten. Ringeblumenaufguss. Verband. Dann nehmen wir das alles mit und gehen jetzt ins Dorf und lagern das dann in irgendeiner Truhe. Sind schon mal zwei Banditen hier erledigt. Ach du liebe Güte, die Heimat, wie das vorher dort aussah und wie es jetzt hier aussieht. Der Vogt. Nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Ja. Aber viele gute Sachen hier überall noch. Oh, liegt ein Schwert. Aber warum können wir das Schwert nicht mitnehmen? Scherbe. Das vermisse ich nämlich auch in vielen anderen Spielen, wenn die Gegner irgendwie Waffen in der Hand haben und du kannst sie nicht mitnehmen, aber die haben es echt durchgezogen. Sehr cool. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt gespeichert hat. Das ist natürlich die Frage. Mal kurz gucken. Heimkehr beginnen? Nein, das war. Oh, das ist schon eine Weile her. 8:49 Uhr. Okay, wir haben es jetzt 9:48 Uhr, also vor einer Stunde. Oh, ich finde das so gut, oder wie das hier von den Kanten tropft bei Dächern. Ach du Scheiße, da hinten, guckt es euch an. Oh mein Gott. Das scheint irgendein Händler gewesen zu sein, oder? Ah, da war schon wieder der Hund. Das Hundegeräusch hört sich an wie von Harvest Moon Back to Nature damals. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt hat, aber genauso hört sich das Hundegeräusch an. Du hast ihn gepriesen und so hat er es getan. Nicht im Stich gelassen. Ich.
Ah, ist das etwa Fritz gewesen? Ich wollte noch mal was in die Option umstellen, vom Sound her. Sound-Effekte ein bisschen runter, Sprachausgabe noch ein bisschen hoch. Bestätigen. Ja, da regnet es natürlich ziemlich laut. Kann man hier die Pfeile eigentlich mitnehmen? Anscheinend nicht. Haben sie unsere Eltern liegen lassen? Sieht nicht so aus. Ah, die ganzen Leichen. Ach du. Schöne Bescherung. Und da waren doch schon so viele verbrannt und hier ist noch eine verbrannt und... Aber wir gucken erstmal nach unseren Eltern. Wir können später immer noch hier alles untersuchen. Ja, irgendwo hier muss es eigentlich passiert sein. Das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Zuerst muss ich eine Schaufel finden. Nicht um euch. Er wollte ja unter der Linde begraben werden, neben seinem Haus mit. Was will er jetzt machen? Beschaffe dir eine Schaufel. Also müssen wir jetzt eine Schaufel suchen und ich höre ja auch wirklich die ganze Zeit einen Hund. Was haben unsere Eltern denn dabei gehabt? Noch ein bisschen Geld. Ja, es war eben in der Zwischensequenz ein bisschen leise, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er enttäuscht ihn halt nicht wieder und er rennt nie wieder weg. Er weiß, wie der Typ aussieht. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Irgendwie leiser als der restliche Sound. Die Augen haben wir zugemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Schaufel, eine Schaufel, eine Schaufel. Schaufel könnte jetzt hier überall sein. Ach nee, ist wirklich. Beschaffe dir eine Schaufel. Ist wirklich ausgeschildert, wo man da hin. Nein. Ich habe hier doch jemanden gehört.
hier gerade jemand. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Bianca. Ritterschnaps. Und Biancas Ring. Der Ring, den du Bianca gegeben hast. Oh mein Gott. Nimm das als Andenken an dich mit, meine Liebste. Irgendwo da drüben ist ein Hund. Oh, ist das übel. Ist das übel. Der Deutsche ist bestimmt auch gestorben. Ja, der hat der Tapfere gekämpft. Ich kann nicht schlafen. Also könnte man hier in so einem Strohbett schlafen. Muss man wahrscheinlich länger schlafen, was man dann erholt ist. Oh, hier, um die Ackerforschung zu machen für die Saat. Komm gerade nicht auf den Namen, aber wo ist die Schaufel? Ich sehe immer noch keine Schaufel. Vielleicht ist die irgendwo hier dran gelehnt. Hier bei den Stellen vielleicht. Waren wir drinnen? Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir auch. Hm. Muss ja auch irgendwo hier sein, oder? Ich dachte jetzt, das könnte eine sein, aber... Ich höre da auch irgendwelche Stimmen, da müssen wir gleich mal hingehen, Leute. Da scheint auch keine Schaufel zu sein. Unsere Völlerei ist auch gleich vorbei. Die schöne Schenke. Versuch mal dem Geräusch näher zu kommen. Ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt. Schon schlimm genug hier. Ich zieh lieber mal mein Schwert. Kommt hier, irgendwo kommt es hierher. Hm. Hier schon mal nicht. Ich geh mal hier hinten rum. Ich höre hier doch was. Wo kommt es denn her? Es sieht so aus, als würde es aus dieser verbrannten Scheune da kommen, aber... Hm. Da hat sich jemand mit... Stall eingesperrt, aber das spricht auch Englisch.
Da! Da war der Hund, habt ihr ihn gesehen? Gucken, ob man da hinkommt. Hier rein, genau. Fritz oder Matthäus? Was ist denn los? Mischek? Was im Namen treibst du? Und was sieht's denn aus? Rübenausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ach, das war der vom Fleischer, wo wir vorhin auch die Wurst und sowas gefunden haben, wo ich gesagt habe, das war bestimmt ein Händler im letzten Part. Ja klar, der verteidigt den, weil der ja tot ist. Okay, er bewacht sein Herrchen, wie auch immer. Du plündest Tote aus? Das mache ich ja auch, gell? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ja, ich möchte meine Eltern bestatten. Aber ich bin jetzt auch schon stärker. Kann ich auch sagen, ich habe zuerst gefragt. Weil er ist ja ein normaler Junge, so wie wir. Ich habe zuerst gefragt. Also raus mit der Sprache. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Boah, warum haben wir das geschafft? Wir haben Stärke 5 und er hat Stärke 9. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Aber er hat so gut wie gar kein Charisma. Was ist mit Theresa passiert? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Also Theresa. Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und ist Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Was ist denn das für ein Arsch? Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Was ist denn das für ein Kerl? Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Oh, das ist wirklich ein Scheißkerl. Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Ein Arsch bleibt ein Arsch, ganz gleich in welcher Situation. Ja, so sieht's aus. Der ist ganz schön stark. Na komm her! Das nennst du kämpfen? Trau dich doch!
Und wir sind ja bei den Leichen und da will sie prügeln. Na komm, komm her. Der langsame Schlag, der ist echt sehr langsam. Muss man, das ist mal ganz schön Abstand gewinnen. Oh, das sieht schon ganz schön demoliert im Gesicht aus. Na komm her, mein Freund, komm. Uns beleidigst und plünderst alle aus. Dämlicher Hund, du. Was willst du? Wir sind ja immer noch im Faustkampf. Jetzt sagst du nichts mehr, gell? Elender Sack. Wo ist die Schaufel? Und wo ist er? Hä? Also jetzt habe ich doch hier die Schaufel. Oh, ist gut, mein Kleiner. Ruhig, Junge. Ja. Du kennst mich. Alles klar, mein Kleiner. So, da müssen wir jetzt also ein Grab ausheben. Oh, bin ich jetzt hier gerade langsam. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ein bisschen schneller. Wo ist denn der jetzt hin, der Pfeifenwix, wie ich immer gerne sage. Hä? Bin ich einfach vom Acker gemacht. Ich hätte auch mein Schwert nehmen können, da hätte es bei ihm nicht so gut ausgesehen. Oh, haben wir viel Zeug, du. Haben wir viel Zeug. Und hier liegen noch so viele Leute. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Pferd her. Klar ist das, plündern wir die Toten, was eigentlich schon ziemlich kacke irgendwie ist, aber ist natürlich auch besser als alles verkommen zu lassen. Dann wird es wenigstens noch gebraucht, ehe es sich irgendwelche Diebe holen, so holt sich ein rechtschaffener junger Mann. In dem Falle unserer Heinrich. Ah, die haben echt die Burg sogar hier angezündet, ey. So, ich werde nämlich mein ganzes Hab und Gut, was ich nicht brauche, hier in die Truhe zu Hause packen. Die müsste ja eigentlich offen sein oder ich habe einen Schlüssel dafür. Wir sind sogar schneller, wenn wir hier schleichen. Zumindest gerade eben. Junge, 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 Junge. So Leute, in der nächsten Folge werden wir natürlich das Grab ausheben und hoffentlich unsere Eltern begraben können. Was da mit diesem Bischek ist, den wir gerade vermöbelt haben, weiß ich noch nicht. Es bleibt spannend. Es ist super cool. Ich freue mich riesig. Ich bin der Affenkönig Dämlich. Das war Kingdom Come Deliverance. Bis bald, meine lieben Freunde.